Hi ho, willkommen zurück hier bei Project Zomboid mit den üblichen Nasen, die man so kennt, nämlich dem Asralter. Hallo Asralter. Hallo Fred. Und dem Schrammo. Hallo Schrammo. Hallo. Und der Franz, der ist heute mal nicht da, der ist Flüge. Ich bin hier hinten. Nee, der muss irgendwie Studium und so Gedöns. Ich bin hier hinten. Der ist weg. Er schiebt das nur vor mit dieser Bett. Ich muss da schreiben. Ich habe übrigens herausgefunden, wir haben ja rechts unten so einen kleinen grünen Knopf, ne? Ja. Wenn du den drückst, dann wird er rot. Oh, ist ein Cooldown. Ja, ein Cooldown oder so. So, dass der rot ist, bedeutet, dass du andere Spieler hauen kannst. Ah, nice. Wenn der grün ist, ja, das worauf du ihn stellen solltest, dann kannst du andere Spieler nicht hauen. Das ist echt? Also PvP, hey! Richtig, das ist PvP und Spieler, die das eingestellt haben, erkennt man daran, dass sie dann so ein Totenkopf-Symbol neben dem Namen haben. Schau mal, wo bist denn du? Ich bin hier in einem Badezimmer, keine Ahnung in welchem Haus. Ich bin in einem Badezimmer. Das ist nicht das Badezimmer, wo ist denn unser Badezimmer? Ich weiß nicht mehr, in welchem Haus ich bin. Ich mach mal die Tür auf hier. Ach, schau mal, hey! Hey! Du müsstest mich doch gehört haben, oder nicht? Nö, ich höre Musik. Komm, sollen wir hier ein bisschen abdancen? Oh ja. Na, 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 na. How to? Na, achso. You spin my head round, round, right round, daddle, 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 da, da. Round, round, ich brauche Essen. Ich hab Durst gerade gekriegt. Oh, was esse ich denn mal? Bohnen sind immer gut. Hm. Oh, ich glaube, ich habe eine Mayonnaise gemacht. Ich danke. Bin ja beim letzten Mal gestorben. Hast du gut gemacht, ja. Ja, da bin ich auch immer noch ein bisschen stolz drauf. Wer nicht? Ja, das haben wir gut hingekriegt als Gruppenübung. Deswegen muss ich jetzt in dieser Aufnahme ja erstmal meinen Weg... Ja? Brich dich aus? Bin jetzt gerade durch. Halt gerade, was so da ist. Ja, während Asralta seinen Weg zurückfindet, können wir uns ja schon mal überlegen. Das können wir uns überlegen. Wir können uns überlegen, wie wir denn jetzt weiter fortfahren, weil ich war ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Das Spiel ist eigentlich recht schwer, vor allem wenn man alleine startet, dann muss man sich halt am Anfang ganz viel durchkämpfen und so. Und wir haben uns jetzt schnell gefunden und konnten uns hier diese Hütte sichern und sind auch schon relativ gut ausgestattet. Vor allem der Schrammo hier. Ich hab einen Bart. Cool. Und, jetzt können wir im Grunde genommen in das Midgame übergehen, denn es gibt ein paar Dinge, die sich ereignen werden, die nicht so günstig sind. Und zwar wird der Strom ausfallen, sodass wir über kurz oder lang unser Essen selber anbauen müssen. Wir können hier halt nicht so viel lagern, wir können nicht so viel zubereiten. Das werden wir tun müssen und wir können ja bisher immer aus den Wasserhähnen noch trinken. Das wird auch irgendwann nicht mehr gehen, weil die Wasserwerke nicht mehr funktionieren. Und dann müssen wir dementsprechend auch dafür sorgen, dass wir alternative Möglichkeiten haben, an Wasser zu kommen. Aha. Das sind quasi unsere Aufgaben, die sich uns stellen. Das daher heißt, kommt also die Schwierigkeit des Spieles. Aha, langsam macht alles Sinn. Genau, also wir werden auf jeden Fall sterben. Das Spiel ist immer noch so ausgelegt, dass man auf jeden Fall irgendwann stirbt. Die Frage ist nur wann und das versuchen wir jetzt hinauszuzögern, indem wir halt uns spezialisieren, ist glaube ich sinnvoll. Denn wenn man sich das mal so anguckt, die Skills hier, die machen schon einen ganz großen Unterschied, die man hat. Da ist es zumindest am Anfang, denke ich, sinnvoll, wenn sich einer so ein bisschen mit Landwirtschaft beschäftigt. Der andere baut halt ein bisschen und so weiter und so fort. Und Asralta kocht. Genau, ich koche, wenn ich wieder da bin. Schrammo, möchtest du unser Landwirt werden? Ich bin etwas gelangweilt gerade. Dann musst du ein Buch lesen. Ich habe kein Buch. Hier sind Bücher, Magazine, Zeitungen. Gibt es da kein E-Book? Nee. Schamo, möchtest du unser Landwirt sein oder möchtest du eher sei unser Landwirt? Mir ist es egal, ich bin... Ja, okay. Okay, in dem Fall würde ich vorschlagen, ich hacke mal ein bisschen Holz. Um 6.40 Uhr in der Früh. Wo bist du?
Ich hack hier Holz. Ja, unangenehm warm. Ach, da hinten. Also, ist es unangenehm warm? Ja, ich hab mir einen Pulli angezogen. Du Noob. Echte Männer haben nicht mal eine Hose an. Ich hab eine Hose an. Scheiße. Ah, eigentlich wollten wir auch nackt sein, ne? Hm, ja, das, man kann halt nicht alles haben. Wenn ich euch jetzt erzählen würde, wie ich hier gerade vom Rechner sitze. Dann würden wir das nicht hören wollen, wahrscheinlich, ne? Naja, das erzähle ich euch auch nicht. Was, mir falsch, ist, also, mein Charakter ist gerade völlig überhitzt. Jetzt ich bin total schwer beladen, mein Freund. Wie lange nicht durchbrennt. Ah, mit wem denn? Haha, es wird immer besser. Guck mal, ein Päckchen mit Brokkolisaatgut, mit Erdbeersaatgut, mit Kartoffelsaatgut, mit Kohlsaatgut, mit Tomatensaatgut, mit Rob, Twein, Nägel, Kettle. Ja. Was du brauchst, mein lieber Freund, Ducktape und Kupferstecher, Ducktape ist eine Kelle. Habe ich. Und dann kannst du im Grunde genommen halt so Sachen einpflanzen. Aber wir sollten uns vorher einigen, an welcher Stelle wir das machen. Denn, denn... schau mal. Im Boden, du Loop. Ich drücke immer Escape, das bin ich so gewohnt. Hier hinten zum Beispiel. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Hier sind wir relativ sicher, weißt du? Ich muss kurz... Hier haben wir sogar eine Tür hin. Ich habe kurz die Tür zugemacht. Wie kann man nochmal die Wände runterklappen? Ging das überhaupt? Das ging nicht, ne? Wenn du dahinter stehst, dann klappen die Wände runter. Ja. Okay, das heißt, ich hinterm Haus soll ich ein bisschen rumbuddeln? Genau. Okay. Ich so, kann ich das nicht mit dem Spaten machen? Nee, ich glaube, du brauchst eine Kelle. Du musst ja kein Riesenloch bullen, sondern halt einfach nur die Sachen einsetzen. Okay, ich rüste die mal primär aus. Muss ich jetzt... das Saatgut. Ich nehme mal das Saatgut. Du musst die Sachen, die du brauchst, auch in deinem Hauptinventar haben. Ja, weiß ich doch. Dann würde ich nämlich jetzt hier erstmal anfangen, einen Zaun zu buddeln, damit wir einen abgeschlossenen Garten haben. Denn es ist immer schön, wenn man es geschlossen hat. Hose. Garten. Das alles muss geschlossen sein. Bankkonto. Was? Richtig gut. So. Hat er einfach mal einen Wanderrucksack gefunden. Ich öffne Päckchen mit Brokkolisamen. Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich recht schwer beladen, weil ich Brokkolisaat gut habe. Kelle. Ausziehen, so. Ablegen, nein. Ich habe Radieschensamen für dich dabei. Fallen lassen. Wie kann ich die Kacke... wie kann ich denn die Brokkolisamen jetzt einbuddeln? Du musst Rechtsklick machen auf ein freies Inventarfeld. Freies Feld irgendwo. Und dann müsstest du... graben, okay. Dann grabe ich da jetzt. Da ist was. Ah, jetzt kann ich überall so Dinge tun. Aha. Hoho. Oh. Hohe Anstrengung. Du kannst kaum rennen. Das ist wirklich anstrengend, hier rumzubuddeln. Mit der kleinen Kelle. Ja, das stimmt wohl. Du hast nämlich das Brokkoli-Saatgut. Könntest du jetzt reindrücken? Oh, Futter Packet. Nee. Ich brauche ein paar mehr Bretter. Zaun. Hier, was? Wo? Stacheldrahtzaun. Holzzaun. Sandsackwall. Dafür braucht man Sandsäcke. Kiessack. Den haben wir ja schon hier. Ja. Das ist lustig. Ich brauche mehr Bretter. Schrammo. Der ist ein Zaun. Reiß den ab. Ist bestimmt gut. Nee, das ist nicht. Warum gut. Ist die Tür von diesem kleinen Schuppen schon wieder offen? Kannst du die bitte mal zumachen, wenn du da reingehst? Ich bin da gerade drin. Ja, dann mach die Tür zu. Aber Schrammo. Du hast mich richtig gehört. Mach die Tür zu. Irgendwer hat ein Fenster kaputt gemacht. Irgendwo ist was kaputt gegangen. Hast du es gehört? Nee. Ganz ruhig. Ich laufe einmal um das Haus rum. Jetzt irgendwo geklirscht, knackt, knackt. Irgendwas kaputt gegangen. Oh, wir haben 9.50 Uhr am Abend. Das ist ganz schön spät, ne? Nee, es ist mitten am Tag. Achso, 9.50 Uhr am Morgen. Okay, steht ja auch. Ein Ofen, den man nicht ausmachen kann. Bretter. Ein Ofen, den man nicht ausmachen kann. Wo das denn? Den man nicht anmachen kann, meine ich. Ja, vielleicht ist der Akku leer. Ich nehme mal so einen Strom weg. Nee. Dü-lü-lü. Zu schwer beladen, wegen diesen scheiß Samen. Du musst mal langsam gemolken werden, was? Hä? Das war jetzt ein bisschen eindeutig, Entschuldigung. Das war jetzt... Nee, Fred, nein. Aber Schamo.
Okay, wir haben nicht genug Bretter. Das ist aber gar kein Problem, weil dann kann ich ja einfach mal unser Nachbarhaus einreißen, was? Oh, Zombie. Ja. Jetzt hör doch, bleib doch los. Mal stehen. Buddel. 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 So, Samen sehen. Potatoes. Oh, noch irgendwo Zombies? Nee. Potatoes. Bretter und eine Türklinke. Eine Türklinke ist wichtig, wenn wir selber eine Tür basteln wollen. Ich bin an einem Fußballfeld. Ja, geil. Und wie spielen die da? Der erste FCZ gegen die Faulen. Der war gut. Das sind Leichen. Der war sogar wirklich gut. Ja, ja, der war gut. Ja. Ah, ich hab die Hauptstraße gefunden. Ach nee, dafür braucht man einen Vorschlaghammer. Kann ich das hier kaputt hauen? Nee. Oh, Behaglichkeit. Tomato. Mensch, es war eine sehr gesprächige Folge, war mit sehr tiefen Inhalten. Ist eigentlich gar nicht so gesprächig, ne? Nee, eigentlich laufen durch die Gegend und sagen, oh, guck mal, Tomaten. Und Asraf sagt, oh, ein Fußballfeld. Und du sagst, Türklinke. Ja, sorry. Ich glaube, ich bin in einer Kreuzung, wo ganz schön viele Leute sind. Ja. Du findest uns ja eigentlich relativ schnell, oder? Keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe 4 Würmer. Wir sind einfach im Nordwesten der Stadt, Nordosten der Stadt. Norden. Wir sind im Norden der Stadt. Was hast du? Würmer? Ja, ich habe 4 Würmer. Hier musst du eine Entwurmungskur durchmachen. -5 Hunger geben die. Wurmkur. Ne, du hast eine Wurmkur, was? Oh, ich baue jetzt was. Es ist eine halbe Tafel Schokolade. Ich drücke schon wieder Escape. Ne, ich muss hier die Bretter auch im Inventar haben, sehe ich gerade. Abbrechen. Egal. Kriegt man aus einem Kartoffelsaatgut eine Kartoffel raus oder kriegt man da mehrere Kartoffeln raus? Weiß ich nicht. Weil ich habe jetzt von jedem, was ich habe, erstmal 4 Dinge gemacht. Wie kann ich denn die Bretter drehen? Ne? Nee, eigentlich nicht. Pack ein Taxi. Mensch. I'm a Scatman. Da kam einfach ein Zombie angerannt. Ja. Huh, Schamo. Dinge geschehen. So, ich will das drehen. Wie kann ich das drehen, Schamo? Was willst du wie drehen? Na, die Sache, die ich bauen möchte, die Holzwand. Drück Dr für drehen. R. Es nee, ist Dr. R. Ja, R wie rotate. Rotate your owl. Kennst du das? Das ist cool. Rotate your owl. Was? Nehm ein Korps. Will keine Leichen im Garten haben. Komm beim Nachbar in die Einfahrt. Muss ich da jetzt irgendwas noch drücken? Ja. Achso, nee, ist schon da. Cool. Dann baue ich das mal von dieser Seite. Ausziehen, ablegen. Recht schwer beladen. Achso, bist du besoffen? Geht's wieder. So, Schamolein. Boah, das ist voll die geile Bretterwand. Die werden besser, wenn ich besser werde. Kann man wirklich durchgucken? Ja, kann man. Ja, tut mir leid, aber das ist wenigstens eine Bretterwand, weißt du? Das Lustige ist, von dieser Seite sehe ich sie nicht. Meine Wahrnehmungskraft reicht nicht aus. Weil die Wand halt verschwindet, wenn du dahinter bist. Ach so, ja. Was hast du denn hier angepflanzt? Tomatoes. Alles, was ich habe, das sind Brokkoli, Tomaten, Erdbeeren. Nicht durch das Feld rennen, ne? Sonst machst du das kaputt. Ach so. Scheiße. Du musst das ein bisschen... Was musst du mir sagen? Du musst die Pflanzen gießen und so. Ja, warum sagt mir sowas niemand? Okay, von der Fabrik aus sind wir nach wo gegangen? Von welcher Fabrik aus? Von der Halle sind wir einfach nach Süden gelaufen. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch schon wieder, ich sehe doch hier die Leichen liegen.
folge den Toten. Oh, Mann. Dumm, dumm, dumm. Ach, ich muss erst ein bisschen besser fortgeschritten sein, bevor ich die nächsten Dinge bauen kann. So, habe ich irgendwas, wo ich Wasser reinmachen kann, damit ich die Blumen gießen kann? Wir wohnen in so einem Haus mit so einem riesengroßen Berg Leichen, ne? Nee, der Berg Leichen, den hat schon mal weggebracht. Oh, das wollte ich nicht machen. Geht, dreh dich um. Warte, hier ist ein Zombie. Den muss ich mal eben hier verklappen. Verklappen? Wo kommst du denn her? Ich darf sagen, was ich will. Nicht solange du von meinen Tomaten isst. Ich hab das kaputt gemacht, aus Versehen. Oh. Na, nicht, dass ihr euch wundert. Leerer Becher. Ich würde den gerne füllen. Warum kann ich jetzt keinen Becher erfüllen? Was wir übrigens unbedingt gebrauchen könnten, wäre eine Säge. Dann bau dir eine. Oh, ich bin durstig und hungrig. Da gucke ich mal, was ich den Becher zwar am Klo gefüllt, aber egal. Ich gieße es mit einer Tasse, gieße ich jetzt die Blumen. Die bestimmt richtig schnell. Wasser. Hallo. Was geht? Wo bist du? Im Garten. Machen wir die wieder dicht. Na dann mach ich wieder dicht. Ich kann mir überlegen, wie ich das hier baue. Den kann ich aber immer noch nicht anschalten. Warum? Rechtsklick einschalten vielleicht? Nee, normalerweise gab es oben in dem Menü dafür noch ein Ding. Kein Gehe zu mehr. Außer Gehe zu, nichts mehr da drauf. Vielleicht ist der Strom schon aus. Also draußen ist die Lampe doch an, oder? Welche Lampe? Die hier vor der Tür. Ach, ich weiß das doch auch nicht. Welche Tür? Boah, ganz ehrlich. Oh, es regnet. Ich glaube, der Strom ist weg, Jungs. Oh, dann brauche ich ja gar nicht mehr die Blumen gießen. Super. Ja. Willst du was von meinen Würmern haben, Astralter? Oh, gerne. Ich drop die hier mal einfach im Boden. Fallen lassen. Bitteschön. Dankeschön. Boah, ich laufe gerade Amok, ey. I'm dancing in the rain. Just dancing in the rain. Feeling. Schau mal, who's happy again. Mach ich Feuer? Wah, 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 wah. Mit einem Feuerzeug. Ein Lagerfeuer, wo ich drauf kochen kann. Oh, ich bin klamm. Weiß ich nicht, ob du das machen kannst, so ohne weiteres. Weil wir haben ja keinen Strom mehr, nicht? Das heißt, die Sachen im Kühlschrank werden jetzt auch nach und nach vergammeln. Müssen wir nachher auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall dann den Zustand der Dinge in the Blick behalten. So, ich komme mal wieder zurückgeschlendert. In den Focus of the Things. Ramo, ich lege dir mal ein Päckchen mit Radieschen auf den Kühlschrank. Auf den Hinterkopf. Du Radieschen pflanzen kannst. Kann ich mir die von unten. Verdammt, jetzt war ich mir im anderen Spiel zu lange AFK, jetzt bin ich ja disconnected. Meh. Welches andere Spiel? Ist nicht so wichtig. Bist du jetzt gerade hier disconnected, weil du nebenbei irgendwas anderes machst? Umgekehrt. Was spielst du denn gerade? Der Projekt Zomboid. Schrammo, Schrammo, Schrammo. Mein lieber Herr Gesangsverein. Trolalalalala. Was geht denn? Ich bin doch im Spiel. Hops, hops, hops. Ich bin hier nicht disconnected, sondern im anderen Spiel. Naja, ja, ja. Jetzt. Ein Brett Burine. Jetzt was, Asraltar? Mach hier nicht den Fred. Beende die Sätze, bitte. Ja, hier, ja. Danke. Bitte. Mach das bitte nie wieder. So, ich muss mich abtrocknen. Ich bin nass. Ich bin feucht. Fump zu. So. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Sieht tatsächlich so aus, als hätten wir keinen Strom mehr, ne? Weiß ich nicht. Hunger. Essen. Nom. Haben wir irgendwo Handtücher? Nö, bestimmt nicht. Doch, Badetuch. Das ist kein Handtuch. Dann werde ich mich nämlich mal abtrocknen. Das ist kein Trockentuch, das ist ein Badetuch. Gehe ich damit baden? Nun? Bin ich immer noch klamm, oder was?
Nö, ich nicht. Ich stehe hier unterm Vordach und tanze. Hm. Ich und mein Spaten unter dem Vordach im Garten. Wir tanzen hier im Regen. Ich freue mich, mich zu bewegen. Ja, sehr schön. Ich bin gerade nicht sicher, aber entweder ist auch das, vielleicht ist auch das Wasser schon weg, ne? Yep. Das Wasser ist weg? Yep. Keiner von uns wird sterben. Deswegen naja, doch, werden wir nie was erben. Also an manchen Stellen. Kurz gesagt, du kannst nicht richtig klicken. Dann füll auf jeden Fall mal alle Töpfe, die wir haben, sicherheitshalber mit Wasser. Ja, mach ich gerade. Dann... Ja, tatsächlich, die Sachen im Kühlschrank vergammeln nach und nach. Oh no! Ich hab Hunger. Ich esse mal ein Stück Kuchen. Ich hoffe mal, das geht noch klar. Lasst uns alle gammligen Kuchen essen. Nee, ich hab den aufgegessen. Meh. Dann nehme ich halt Grapes. Wieso geht das jetzt nicht? Was war da? Hast du es rausgefunden? Es geht nur am Dingens. Hier, wie heißt das? Waschbecken. Nee, eben nicht am Waschbecken. Es geht nur am Klosett. Badewanne heißt das Scheißding. Okay. Nehme Kopf. Warum haben wir eine Leiche im Haus? Wer hat die Leiche mit nach Hause gebracht? Nee, die ist von alleine da reingekommen. Die ist von alleine da reingekommen. Alles klar, das heißt, wir haben jetzt hier Abend. Draußen ist es regnerisch und ich würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Nicht wahr? Alles klar. Dann freue ich mich, euch wieder in der nächsten Folge erneut begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Schrammo, mit dabei habe ich Asralta und Fred Vorlaut. Wir freuen uns über alles und sagen jetzt auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.